Lieber aufs Herz hören oder tief in die Powerdaten aus den Beinen vertrauen? Was lohnt sich mehr im Radsport? Herzfrequenzsensor oder Wattmessgerät? Strukturiertes Training macht nicht nur für den Profisportler Sinn. Auch als ambitionierter Amateursportler kann es durchaus Sinn machen, sich näher mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und dadurch seine Fitness zu verbessern. Dazu gibt es im Radsport neben vielen anderen in den letzten Jahren hinzugekommenen Parametern immer noch zwei Goldstandards: Herzfrequenz und Wattmessung. Aber wann lohnt sich welches System für wen und was sind Vor- und Nachteile? Wir finden es nach Abo auf diesem Kanal und Daumen nach oben fürs Video zusammen heraus. Radsport ist ohnehin eine sehr teure Sportart. Umso genauer muss sich jeder Einzelne überlegen, wie viel Geld er in die Trainingssteuerung stecken möchte. Wer es eher günstig haben möchte, der ist wohl eher beim Herzfrequenzsensor besser beraten. Die kosten meist so zwischen 50 und maximal 100 Euro. Und wenn man sich das Ganze im Set zusammen mit einem neuen Fahrradcomputer kauft, wird es meist noch billiger. Powermeter sind zwar in den letzten Jahren deutlich billiger geworden, haben sie doch mal um die 3000 Euro gekostet. Trotzdem muss man immer noch mindestens 300 Euro, eher 500 bis 1000 Euro investieren. Man muss sich also ganz genau überlegen, was möchte ich, was brauche ich und wie tief möchte ich mich mit der Materie auseinandersetzen. Und danach sollte man sich gut überlegen, wie viel Geld man investieren möchte. Wie trainiere ich eigentlich? Diese Frage sollte sich jeder stellen, bevor er sich zwischen einem Herzfrequenzsensor und einem Wattmessgerät entscheidet. Wer weiterhin primär mit dem eigenen Körpergefühl trainieren möchte, aber ein Tool sucht, um dieses so ein bisschen zu überwachen bzw. es ein bisschen bestätigt zu sehen, für den ist Herzfrequenzsensorik etwas. Außerdem bietet die Herzfrequenz genügend Datengenauigkeit, um bei Interesse ein bisschen tiefer in die Trainingswissenschaft einzusteigen. Wer das schon weiß, wer also sagt, okay, ich möchte mit meinen Daten arbeiten, ich möchte genau und spezifisch trainieren, für den kommt das Powermeter in Frage. Man sollte meiner Meinung nach aber auch ein bisschen Interesse mitbringen, denn um einfach nur durch die Gegend zu fahren und zu sehen, wie viel Watt man fährt, ist so ein Wattmesssystem doch ein bisschen teuer, oder? Ich kann euch aber beruhigen, das Interesse kommt von ganz alleine, denn Wattmessung macht abhängig und einfach nur Spaß. Der nächste Faktor, den man bei der Entscheidung zwischen beiden Tools berücksichtigen sollte, ist das Trainingsalter. Also wie lange trainiere ich schon? Anfänger sollten sich definitiv mit ihrem Körper auseinandersetzen. Also sie sollten darauf hören, welche Signale der Körper beim Training sendet. Und da ist die Herzfrequenz einfach eine super Unterstützung. Das Powermeter, das kann dann ein paar Jahre später hinzukommen, wenn man seinen Körper schon kennt und jetzt einfach genauer und spezifischer trainieren möchte. Oder man legt sich gleich beides zu, wenn Geld keine Rolle spielt. Wer sich im Training auf genaue Werte verlassen will, der kommt an einem Powermeter nicht vorbei. Und damit meine ich nicht die Messgenauigkeit. Beide Systeme, also sowohl die Herzfrequenzsensorik als auch die Powermeter, zeichnen eure Daten zuverlässig auf. Mir geht es mehr um die Vergleichbarkeit. Die Herzfrequenz unterliegt nämlich starken Schwankungen. Sie wird beeinflusst von Tageszeit, vom Stresspegel, von Temperatur, von Schlaf und so weiter. Nehmen wir ein kleines Beispiel. Wir absolvieren ein Training mit 3x 10 Minuten Intervallen bei Puls 160. Training abgeschlossen, so weit, so gut. Zwei Tage später wollen wir das genau selbe Training nochmals wiederholen. Allerdings ist es an diesem Tag super heiß. Das heißt, unser Puls ist von Natur aus erhöht. Wir wollen aber eigentlich den Trainingseffekt der 160 Pulsschläge haben, bei der wir ja eigentlich auch eine gewisse Leistung erbracht haben. Zwei Tage später also powern wir ganz unterschiedliche Leistungswerte in unsere Pedalen, obwohl wir denselben Puls haben. Die beiden Trainings, die eigentlich gleich geplant waren, unterscheiden sich also. Mit Powermeter wäre uns das nicht passiert. Beide Trainings hätten wir von Anfang an bei 300 Watt geplant und auch so absolviert. Wir wollten ja den Trainingseffekt der 300 Watt haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man im Training auf beides setzen sollte. Herzfrequenz und Powermeterdaten, denn sonst würde man wichtige Schwankungen wie zum Beispiel ich werde krank in der Herzfrequenz verpassen. Und das wollen wir ja auch nicht. Also, wer genaues Training will, einfach auf beides setzen, dann hat man die Sicherheit. Weiter mit dem Thema Genauigkeit. Diesmal die Genauigkeit innerhalb einer Trainingseinheit. Schnappen wir uns nochmal unser Beispiel von vorhin. 3x 10 Minuten bei Puls 160. Wenn ich dieses Training nur mit einem Herzfrequenzsensor absolvieren würde, hätten wir folgendes Phänomen. Die Herzfrequenz steigt bei den meisten Sportlern und Sportlerinnen innerhalb einer Trainingseinheit an. Das bedeutet, im ersten Intervall hätten wir 300 Watt und Puls 160.
Im zweiten dann schon nur noch 270 Watt bei Puls 160 und im dritten nur noch 250. Die Genauigkeit der Trainingssteuerung ist also nicht gegeben. Und noch komplizierter wird es bei kurzen und knackigen Einheiten. Zum Beispiel bei Sprints oder bei HIIT-Intervallen, wo man 30 Sekunden Vollgas und 30 Sekunden Entspannung im Wechsel fährt. Denn nach 30 Sekunden kann es sein, dass der Puls noch gar nicht die Werte erreicht hat, die man eigentlich angestrebt hat. Zum Beispiel Puls 180 wird erst erreicht, nachdem man das Intervall schon 15 Sekunden beendet hat. Das heißt, die Genauigkeit ist hier nicht so gegeben, wie wenn man mit einem Powermeter trainieren würde. Mit der Kompatibilität meine ich in diesem Fall die Einfachheit der Nutzung von Herzfrequenz- und Wattmesssystemen. Für den Herzfrequenzsensor ist das Ganze relativ schnell auserzählt. Den kann man sich immer und überall um die Brust schnallen. Manchmal muss man die Batterie wechseln und dann hat man das Teil eigentlich auch immer verfügbar und immer am Rad, vorausgesetzt, man hat einen Fahrradcomputer. Bei der Wattmessung sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Wenn man jetzt zum Beispiel wie Tobi hier die Wattmessung in der Kurbel verbaut hat, dann wird das mit dem Wechseln schon etwas schwieriger, es sei denn, man hat Lust, die Kurbel ständig hin und her zu schrauben. Deswegen sind einige Hersteller, zum Beispiel auch unser Partner Wahoo, in der jüngeren Vergangenheit dazu übergegangen und haben die Wattmessung in die Pedale integriert. Denn damit kann man ganz einfach von dem Rad an dieses Fahrrad oder eben auch an jedes weitere Fahrrad, was man in seiner persönlichen Sammlung besitzt, umschrauben. Und ein letzter Punkt noch. Die Kompatibilität von unterschiedlichen Herstellern, die ist eigentlich immer gegeben, solange die Geräte eben ANT-Plus fähig sind. Also das heißt, man könnte jetzt auch hier Tobis Powermeter mit einem Wahoo-Tacho kombinieren, aber auch alle anderen Hersteller untereinander. Manchmal hat man da ein bisschen mehr Abweichung, aber in der Regel sollte das eigentlich funktionieren. Für alle die, die bis zum Fazit vorgespult haben, hier meine Zusammenfassung. Wer sein Training ganz genau betrachten, es auswerten möchte und dabei sehr differenziert vorgehen will und außerdem ein grundlegendes Interesse an Training hat, für den macht ein Powermeter Sinn. Für alle die, die gerade erst mit dem Sport angefangen haben, es mit dem eigenen Körpergefühl probieren möchten und es auch mit dem Training noch nicht ganz so genau nehmen, für die spart ein Herzfrequenzsensor ordentlich Geld und ist das Mittel zur Wahl. Natürlich stellt sich jetzt aber auch die Frage, ob man auch beides weglassen kann. Und die würde ich mit Ja beantworten. Manchem Sportler würde das sogar mal ganz gut tun. Und wie sieht's bei euch aus? Wie fahrt ihr durch die Gegend? Mit Herzfrequenzsensor? Mit Powermeter? Oder gar mit beidem? Oder ohne alles? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Macht's gut, Servus und Tschüss.